Stallmann, aus Dorn-Dürkheim kommen Sie und Sie sind in Gundersblum keine Unbekannte. Wann waren Sie zum ersten Mal hier? Die erste Ausstellung hier in Gundersblum war 2018. Das war drüben im Gemeindesaal. Zu welchem Anlass war das? Das war auch anlässlich vom Leininger Markt gewesen, beim Talentemarkt. Das war ein erster Versuch. Genau, seitdem waren Sie 2019 hier. Genau. Und jetzt in 2020 dürfen wir uns schon mal ganz herzlich bedanken, dass Sie dieses einzigartig virtuelle Ausstellungserlebnis mit uns mitmachen. Und hoffentlich bleibt das auch ein einmaliges Erlebnis, sodass wir bald wieder live die Bilder sehen können. Dazu kommen wir aber später. Welche Kamera, Frau Stallmann, nutzen Sie denn? Ich habe zwei Kameras von Sony, eine mit 30-fach optischem Zoom und eine mit 50-fach optischem Zoom. Und die setzen Sie immer ein, situationsbedingt? Ja, die eine Kamera mit 30-fach Zoom, das ist eine kleine Kamera, die habe ich immer in der Handtasche dabei für alle Fälle. Dann kann ich auch auf dem Heimweg oder wenn ich vom Büro ins Parkhaus gehe, da gibt es auch oft schöne Motive am Rhein oder in der Stadt, was mir gerade auffällt, kann ich dann direkt fotografieren. Genau, das heißt, Sie sind größtenteils in der Landschaft unterwegs. Worauf legen Sie da besonderen Wert? Also Landschaft ist schwerpunktweise, habe ich schon Naturbilder, Details von Pflanzen zeige ich gern und außerdem Blütenstände von Blumen, Insekten an Blumen, Wolkenformationen, Landschaft, also ganz unterschiedliche Themen oder interessante Schmuckfassaden, Fachwerk, ganz unterschiedliche Themen. Genau, genau. Aber schon die Natur ist doch der überwiegende Teil, auch Vögel, Insekten, Schmetterlinge. Was würden Sie denn am liebsten mal vor die Linse bekommen? Was ich gerne mal fotografieren würde, wäre der Eisvogel zum Beispiel. Mhm. Der ist mir jetzt noch nie begegnet. Mhm. Da hatte ich noch keine Chance. Ja, ansonsten gucke ich halt immer das interessante Vögel, die ich noch nicht vor der Linse hatte oder die man nicht alltäglich sieht. Mhm. Prima, also der Eisvogel ist bestimmt ein tolles, interessantes Ziel. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass er Ihnen bald begegnet. Und wir dürfen heute mit Ihnen zusammen eine Ankündigung machen. Im Sinne der Corona-Verordnungen werden wir am Sonntag, dem Pfingstsonntag, das Rathaus öffnen und laden Sie ein, unter den besonderen Hygienevorsichtsmaßnahmen im Rathaus durch die Ausstellung zu gehen, liebe Gäste. Wir werden einen einbahnweise Verkehr haben, das heißt im Rathaus vorne rein, im Rathaus hinten raus, sodass wir möglichst wenig Kontakte im Begegnungsverkehr haben. Und die Frau Stallmann hat mir gerade versichert, dass sie anwesend sein wird. Von 13 bis 17 Uhr freuen wir uns, Sie im Rathaus zu der Fotoausstellung für diese paar Stunden live zu begrüßen. Ansonsten geht's virtuell in Gundersblum weiter. Herzlichen Dank. Schöne Pfingsten. Schöne Pfingsten.